und herzlich willkommen zur absoluten Premium-Folge von Ich teste Höhle der Löwen-Produkte, die Sendung, in der die neuesten Innovationen und Ideen im Deutschen präsentiert werden. Wir nehmen in dieser Sendung die Produkte unter die Lupe und das heute zum allerletzten Mal auf meinem Kanal. Die absoluten Brecherprodukte der letzten Daves Cardigan, das ist der hart, hat aber einen Link, der sieht sehr sick aus. Letzten Jahre die Höhle der Löwen anzuschauen. Welche Produkte waren am erfolgreichsten? Haben wie viel Kohle verdient über die letzten Jahre? Haben einen Riesenweg nach der Sendung gehabt? Wie immer, vom wenigsten bis zum erfolgreichsten Produkt. Also bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Bevor wir uns die ganzen Produkte jetzt anschauen, will ich einmal sagen, ich schaue mir in diesem Video die Umsätze, die Firmengeschichte und die Ideen der Produkte an. Ich gehe nicht kritisch auf irgendwelche Business. Haben die das Setup geändert? Das sieht nochmal professioneller aus irgendwie, der Hintergrund. Das sieht jetzt viel mehr aus wie so ein Filmstudio, habe ich das Gefühl. Entscheidungen ein. Es ist aber wichtig, sich kritisch mit Produkten auseinanderzusetzen. Ich glaube, der ist Our Legacy, der sieht sehr sick aus. Tut das, in diesem Video werde ich nicht darauf eingehen. Produkt Nummer 1 ist eigentlich kein Produkt, sondern Software und jeder von euch kennt es. Für 5% bekommen haben sie 1 Million, für 9,9%. Too Good To Go, meine ich mal gehört zu haben sogar. Von Carsten Maschmeyer. Der Deal ist aber geplatzt und das aus einem ganz besonderen Grund. Die Firma ist tatsächlich so schnell gewachsen und so groß geworden, dass sie den Deal selber abgebrochen haben, bevor er zustande kam. Die Firma nennt sich Too Good To Go und ist eine unheimlich gute App und funktioniert. Wow, als ob. Funktioniert so. Jeden Tag werden überall auf der Welt unheimlich viele Lebensmittel weggeworfen. Die eigentlich. Die haben eine absolute Eins plus ein Sternchen. Kennt doch jeder, oder? Ich hab's mal gehört, ich kenn's aber, ich hab's jetzt noch nie benutzt selber. Was ist denn das? Noch gut. Ich. Und zu gebrauchen sind. Und genau diesem Problem nimmt. Ist das so ein, wo so Lebensmittel. Ja, hat er ja gerade gesagt. Wo man so Lebensmittel fangen kann oder was? Sich Too Good To Go an. Einfach anmelden, den eigenen Standort auswählen und nach Ladenschluss genau, unverkaufte Güter, okay. Unverkaufte... Ja, ich kenne, das Prinzip an sich kennt man, ja. Ich kenne das allerdings nur von den, wie nennt man das nochmal? So Leute, also es gibt ja diese eine Organisation, die sich um Wohnungslose kümmert. Damals, als ich bei Aldi gearbeitet habe, sind die nämlich morgens immer ins Lagerhaus gekommen. Ich habe ja Lagerhaus und Einordnung gemacht. Und da sind die immer gekommen und haben sich quasi so den Restbestand, also was so abgelaufen ist, also wo das MHD abgelaufen ist, mindestens Haltbarkeitsdatum, was man an sich aber noch essen kann. Das haben die immer abgeholt. Und das ist ja basically dasselbe. Plus Sachen, die halt aussortiert werden. Also so zum Beispiel, wenn du so eine Möhre hast, die weird geformt ist, kommt die auch nicht in den Vertrieb, aber rein theoretisch kannst du ja trotzdem essen. Ne? Lebensmittel zu einem vergünstigten Preis bekommen. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe natürlich Köln ausgewählt und bekomme jetzt hier angezeigt, wo wir überall sehr vergünstigt an Lebensmittel kommen können. Erst ins Steigenberger Hotel und dann in den Biomarkt. Für 3 Croissants, 4 Brötchen und ein komplettes Set an Frühstückskram haben wir im Steigenberger Hotel 4,50 Euro gezahlt. Die Brötchen waren noch crunchy und die Beilagen ganz gut abgestimmt. Im Dens Biomarkt haben wir 3,90 Euro, also etwas weniger gezahlt und diesen ganzen Strüdi plus Kram bekommen, bei dem der Ursprungswert mit 12 Euro beziffert wurde. Quali top und alles noch sehr gut genießbar. Für Studenten, Leute, die nicht so super viel Kohle haben, Leute, die nachhaltiger leben wollen, wen auch immer, ist diese App ein absoluter Traum. Und was soll ich sagen, ich bin nicht der Einzige, der das erkannt hat. Mittlerweile gibt es Too Good To Go in über 14 Ländern, hat 18 Millionen Nutzer, über 29 Millionen Speisen wurden gerettet und es wurden insgesamt über 5... Das ist halt geil, ne? Ich finde sowas wirklich geil. Guck mal, stell dich vor, ihr habt eine Idee, ihr könnt damit easy Essen günstiger machen für Leute, für uns Studenten, für Leute, die halt einfach nicht so viel finanzielle Mittel haben. Ihr rettet dort, ihr sorgt dafür dadurch, dass weniger Lebensmittel so unnötig entsorgt werden, also so verschwendet werden. Und ihr macht dabei noch dick Cash. Also geiler kann es doch nicht laufen, oder? 80 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen ist mit über 800 Millionen Euro bewertet. Was völlig verrückt ist, wenn man daran denkt, dass die App einfach mal bei die Höhle der Löwen war. Und was soll ich sagen? Ich stelle das hier als erstes vor, weil es nur noch krasser wird. Und bevor wir zum zweiten Produkt kommen... Ich sag, mein Call Finanzguru erstmal. Eine kurze Erinnerung, dass ihr mit meiner App Save It... Oh, Mann! Ich wusste, dass es eine App sein wird. Ich wusste es. Online-Shoppen bares Geld sparen könnt. Und das in... Ausrufezeichen Save It, Jungs, ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ihr mal Geld sparen wollt beim Shoppen, About You, Zalando Lounge, Emma Matratzen, Booking.com, macht das über Daves App, tragt meinen Creator-Code ein, YoshiKS, macht euer Ding, so, ihr spart damit Geld, ihr supportet mich damit kostenlos. Ich habe heute noch nachgeguckt, wir sind 660 Supporter ungefähr, bei 1000 Supportern machen wir ein Giveaway, das Angebot steht immer noch. Was soll ich sagen? Selling Shops von Nike über About You, Lieferando, Volt, es ist wirklich unglaublich, fast in jedem Shop. Und das so einfach wie genial. App runterladen, meinen Creator-Code auswählen, mich und meine Arbeit unterstützen und Cashback für so gut wie jeden Online-Einkauf erhalten. Ne? Also check das aus. Viel Spaß weiter mit dem Video. Produkt Nummer 2, ein weiteres und letztes Mal Software. Und ihr kennt es alle, Finanzguru. Ja, die sind tatsächlich... Super.
tatsächlich mal bei die Höhle der Löwen gewesen. Für 10% angefragt bekommen haben sie die Million. Für 15% von Carsten Maschmeyer, was einen Firmenwert von 6,6 Millionen Euro ergibt. Und das soll sich als richtig guten Deal herausstellen. Jahre nach der DHDL-Ausstrahlung bekommen sie auch durch meine Hilfe zu mittlerweile 1,5 Millionen Usern und das mit Recht. Denn die App ist einfach nur phänomenal. Ich bin dafür geworben, benutze es aber auch privat. Deswegen müssen wir jetzt hier die App von irgendeinem neuen Account einblenden, weil meinen können wir nicht zeigen, sonst seht ihr alle meine Finanzen. Im Prinzip hilft euch die Software dabei, eure Finanzen in den Griff zu bekommen. Zu sehen, was reinkommt, was rausgeht, vorausschauend mit seinem Geld umzugehen und einfach eine bessere Übersicht über eure Finanzen zu erlangen. Hört sich an wie ein Placement, ist dieses Mal kein Placement, aber es ist einfach eine unheimlich gute App. Und das haben auch Investoren erkannt und richtig ordentlich Kohle in die Firma gebuttert. Zuletzt PayPal mit 13 Millionen Euro Investment und insgesamt wurden jetzt irgendwie 28 Millionen investiert. Die App ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 70 und 80 Millionen bewertet. Aber für Carsten Maschmeyer, die Gründer und auch die Nutzer am Ende, ist das ein richtig gutes Ding. Ein absolutes Winning-Produkt und genauso soll es weitergehen. Das nächste Produkt nennt sich Vlei und ist eine vegane Milchalternative. Angefragt waren 500... Ist das nicht einfach Hafermilch, no front? 1000 Euro für 8%, das wären 6,25 Millionen Euro gewesen, bekommen haben sie keinen Deal. Und das sollte sich als großer Fehler herausstellen. Denn die nächsten Jahre nach der Ausstrahlung von DHDL waren unheimlich erfolgreich. Ich glaube, die Ausstrahlung war 2018. Alleine, dass wir jetzt in 2023 immer noch an die Produkte kommen, ist in den meisten Fällen ein sehr gutes Zeichen. Wie gut das Zeichen war, ich muss das hier kurz ablesen, denn es ist wirklich eine Menge passiert. Im Jahr der Ausstrahlung soll der Umsatz bereits im siebenstelligen Bereich liegen. 6 Monate nach der Ausstrahlung bereits 5. Ich finde solche Produkte eigentlich ganz cool. Also ich trinke ja auch nur Hafermilch, weil ich normale Milch erstens nicht mag und zweitens nicht vertrage. Shoutout an Laktoseintoleranz. Oder Ahai Pro Joghurt zum Beispiel auch generell sehr geil, deshalb hart. 100.000 Liter vegane Milch ausgeliefert, 2022 6 Millionen Euro Umsatz und heute, September 23, 15 Millionen Liter verkauft, über 200 Mitarbeiter und all das ist schön und gut, aber am Ende muss es schmecken. Es gibt 4 verschiedene Sorten, soweit ich weiß. Das alles ist aus Erbsenprotein, wie so ein Weintester. Ja, ist geil. Man schmeckt, dass es pflanzlich ist, aber ich denke, das soll auch so sein. Barista-Milch, die ist natürlich jetzt eigentlich nicht dafür gedacht, dass... Wow. Ist auch ein wildes Glas, um Milch zu testen, ne? Wow. Die schmeckt, wie als hättest du vorher 5 Minuten Cornflakes drin eingelegt gehabt. Also die ist... Eine 10 von 10, wirklich. Mit Recht ein absolutes Top-Produkt, das sich über die letzten Jahre im Markt etablieren konnte. Und genau dafür, finde ich, steht DHDL. Innovation, früh am Zahn der Zeit, Produkte auf den Markt bringen, die die Welt irgendwie ein bisschen besser machen. Das tut dieses Produkt. Gleichzeitig schmeckt es auch noch gut. Besser geht's nicht. Das nächste Produkt nennt sich Smart Sleep und könnte einigen von euch bekannt vorkommen. Mir selber hat es Millionen eingebracht. Zumindest Millionen Klicks waren nämlich Thumbnail der allerersten Folge, ich teste die Höhle der Löwen. Angefragt waren 250.000 Euro für 10%, bekommen hat der Gründer 1,5 Millionen für 30%. Richtig gehört. Das erste Mal in der Die Höhle der Löwen haben die Löwen damals den Deal erhöht. Und es wurde sich darum gestritten, wer investieren darf. Der größte Deal zu diesem Zeitpunkt der Die Höhle der Löwen Geschichte. 10% angefragt oder 250.000 Euro. Schaff, wurde gelöst, okay. 1,5 Millionen bekommen. Das muss schon was heißen. Und deswegen nehmen wir das Ding unter die Lupe. Der Gründer hat vor der Ausstrahlung bereits 10.000 Einheiten davon verkauft gehabt, was auch schon ordentlich ist. Nach der TV-Ausstrahlung bei DHDL ist dieses Produkt bei QVC, dem Shopping-TV-Sender, gelandet. Da wurde dieselbe Menge innerhalb von 30 Minuten verkauft. Das Produkt kommt also an, ist mittlerweile in unheimlich vielen Drogeriemärkten sogar... Muss ich auch mal austesten. Also so, ich muss sagen, ich hatte euch mal erzählt, ne, Mitte des Jahres so, war bei mir auch Schlafen ein bisschen schwieriges Thema. Aktuell ist es aber wieder sehr gut, aber vielleicht, wenn es wieder kommt, kann man das mal austesten. Airlines. Das ist immer ganz geil, sowas zu benutzen. Also so, es gibt ja echt viele Leute, auch vor allen Dingen junge Leute, die mittlerweile damit echt gut Probleme haben. Also jetzt aus meinem Bekanntenkreis, habe ich einfach mal mit den Leuten geredet. Ist vielleicht wirklich ein ganz geiles Produkt, wenn man da anders nicht mehr weiter weiß, ne? Ströer hat sich eingekauft, gibt Werbebudget und hat dafür Anteile an dem Unternehmen bekommen. Das Ding läuft und wir schauen, ob es hält, was es verspricht. Smart Sleep Immune, wichtige Nährstoffe für das Immunsystem, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C, Zink, Kupfer. Hört sich an, als wäre hier so drin, was man braucht. Grundsätzlich feiere ich Nahrungsergänzungsmittel. Das hier ist jetzt nicht irgendwie, um möglichst schnell oder möglichst besser und ausgeglichen zu schlafen, sondern das hier ist, um das Immunsystem zu stärken. Es riecht sehr gut, honig, orangig. Schauen wir mal über die nächsten 7 Tage, ob das hält, was es verspricht und mein Immunsystem besser wird. Wow,
Wow. Sehr sauer. Gibt ähnlich wie so ein Schärfegefühl. Alles rein einfach, okay. Von Ingmar. Immer direkt das Feeling von, wow, ich werde sofort gesund. Coole Biene hat er an, ne? Die CB Company hat. So, letzte Ampulle, Smart Sleep Immune. 7 Tage Test. Gewöhnt an den Geschmack habe ich mich noch nicht, aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Das Ding ist, diese 7-Tage-Kuren, habe ich ja gesagt, kenne ich schon von Otto Mol, andere Anbieter, finde ich tatsächlich super, gerade in Zeiten, wo viele um einen herum krank sind und so weiter. Genau so eine Zeit ist jetzt. Ich bin nicht krank geworden. Habe ich eine direkte Auswirkung gemerkt? Nee, nicht unbedingt. Muss man da eine direkte Auswirkung merken? Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich finde das gut. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es halt kranker Placebo ist einfach, ne? Weil es ist ja auch ganz oft bei solchen Sachen. Zum Beispiel diese Ingwer-Shots, die man sich kaufen kann. Loki, die Hälfte davon ist gar nicht mehr so gesund, aber man fühlt sich danach trotzdem ein bisschen gesünder. Das schmeckt fein, alles wunderbar, cooles Ding und alles wunderbar. Das nächste Produkt nennt sich Little Lunch. War mir persönlich kein Begriff. Kenn ich, ist alt. Ist aber nicht so mein Favorite-Ding. Zum einen, weil ich keine Suppen esse, zum anderen, weil die tatsächlich in einer Sendung von 2015 waren, also eine der allerersten Staffeln, angefragt waren 60.000 Euro für 8%, bekommen haben sie 150.000 Euro für 30%, was einen Firmenwert von 500.000 Euro macht. Und das soll sich für die Löwen und, oh, Starkstudio. Okay, okay. Und auch für die Gründer als unglaublich krassen Deal herausstellen. Denn am Ende wird das Unternehmen verkauft, für wie viel, was die Details sind und warum, erzähle ich euch gleich. Ähnlich wie auch schon Blei, was wir vorher getestet haben und auch ein paar Produkte, die noch kommen, konnten wir das einfach im Rewe kaufen. Bedeutet, das Ding muss laufen. Biosuppen ohne Konservierungsstoffe und so weiter. Trotzdem 24 Monate haltbar. Das Ding ist, Max hat gerade seine eigene Marke Pasta Poesia rausgebracht. Link. Checkt aus. Ich habe gesehen, dass der erste Drop anscheinend schon sold out gegangen ist. Macher. Der Typ ist, Max ist auch einer der deutschen YouTube-Goats, muss man einfach sagen. Ist in der Videobeschreibung mit unglaublicher Fertigpasta für zu Hause, in wenigen Schritten selber gemacht und so weiter. Checkt das aus, das ist unglaublich. Und deswegen hängt die Messlatte richtig hoch. Aber vielleicht ist der Geschmack so gut, dass er mich überzeugen kann. Suppen-Loki nicht so der Weg, ich liebe Suppen, Bro. Kartoffelsuppe, Biosuppe. Also mal, wie gesagt, ich kenne die, ich habe davon tatsächlich, glaube ich, diese Kartoffelsuppe, also eins von den beiden, wie da stehen, habe ich schon mal gegessen. Ist okay. Ich glaube, so frische Suppe ist immer besser, ne? Mit Kartoffeln und Lauch, rote Linsensuppe, orientalische Art mit roten Linsen. Ja, ist Mehrwegglas. Aber dadurch, dass es das immer noch gibt, das zeigt ja schon, dass es auf jeden Fall eine Käuferschaft hat, ne? So ist nicht. Gutes Design, Suppe halt. Das riecht ein bisschen nach Currywurst. 3,90 Euro pro Portion finde ich. Die Küche ist auch so schön, ne? Bio-Fertigprodukt mehr als fair. Und die Dinger verkaufen sich richtig. 16 Millionen Euro Jahresumsatz. Das war das Letzte, was wir ja, guck, das ist also eine ganz normale Suppe einmal gefunden haben. Die Gründer haben tatsächlich das gesamte Unternehmen an Bio-Lebensmittelhersteller aus Norddeutschland verkauft und stillschweigend darüber bewahrt, für wie viel sie das Unternehmen verkauft haben. Auf jeden Fall für dicke Bands, würde ich mal behaupten. Aber 16 Millionen Euro Jahresumsatz jetzt mal so ganz grob über den Daumen gepeilt. Weiß ich nicht, vielleicht zwischen 30 und 50 Millionen. Gutes Ding. Stell dich mal vor, ihr macht so viel Geld mit einem Unternehmen. Ihr setzt so ein Unternehmen auf, zieht das so 5 bis 10 Jahre hoch, macht in der Zeit schon so ein bisschen Geld und dann verkauft ihr das einmal so zack. Und dann müsst ihr rein theoretisch, wenn ihr es gut anstellt, nicht mehr arbeiten. Das ist so krass. Und es gibt echt viele Leute, die das geschafft haben, von denen man das gar nicht so denkt. Für die Löwen, wenn es jetzt noch schmeckt. Aber ich meine, bei den großen Unternehmen sprechen die Zahlen für sich. Ne? Wenn solche Umsätze gemacht werden, dann schmeckt das Produkt. Ja. Ist gut. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Selbe Reaktion, ist okay. Linsen eh nicht so mein Type, aber eine sehr gute Suppe. Das hier viel aussagekräftiger für mich. Kartoffel. Um ehrlich zu sein, etwas slimy. Die hat so irgendwas Glibberiges an sich, was nicht so ganz mein Fall ist. Aber fühlt sich so ein bisschen so an, wie als wäre da so Speisestärke oder Soßenbinder oder irgendwie sowas dran. Nee, das ist es nicht. Wir haben gerade nochmal geschaut, das ist tatsächlich Stärke in dem Produkt, was diesen Glibber werden lässt. Hätte es nicht gebraucht. Wenn ich auf einer Bio-Suppe das Bio-Label sehe, dann erwarte ich irgendwas, was möglichst unverarbeitet ist. Das ist wirklich so, dass es mir negativ auffällt. Es schmeckt wie eine billige Bratensoße mit Kartoffelgeschmack. Tschüss! Also, okay, einer schießt komplett. Vorher kein Suppenfreund gewesen. Little Lunch hat mich jetzt auch nicht zum Suppenfreund gemacht. Die Produkte sind auf dem Papier wunderbar. Mein Geschmack ist es nicht. Wegen des Glibbers und weil es Suppe ist. So hart muss ich sein. Ich bleibe bei anderen.
in Fertigprodukten. Nichtsdestotrotz, super Produkt und mit Recht vermutlich diese Umsätze und diesen wunderbaren Verkauf gemacht. Ein tolles Produkt, der die Höhle der Löwen Fernsehgeschichte. Ankerkraut. Was soll ich euch sagen? Die DHDL-Erfolgsgeschichte überhaupt. Ihr kennt das Produkt, super viel Influencer. Kennt man. Glaube ich selber noch nie so wirklich benutzt, weil ich einfach nicht koche. Aber soll krass sein. Werbung, dann der Verkauf an Nestle, mega der Aufschrei. Millionen, Millionen, Millionen über den Tisch gegangen für den Verkauf. Aber bevor das alles passiert ist, waren 300.000 Euro angefragt für 10%. Bekommen haben sie 300.000 Euro für 20%. Und auch das hat sich für alle Parteien ziemlich krass gelohnt. Am Ende sind die Produkte allerlei Gewürzmischungen, die nach ihren Gerichten benannt sind. Also es gibt zum Beispiel Omelette-Gewürz oder Spiegelei-Gewürz oder Nudeln mit, keine Ahnung. Wir haben hier Bolognese, Freibad-Pommes und Rührei-Mix. Also am Ende sollen diese Gewürze es jedem noch so unbegabten wie auch mir ermöglichen, richtig gute Gerichte zu zaubern. Das Ding ist richtig eingeschlagen. Die haben unheimlich viel verkauft, sehr viel Influencer-Werbung gemacht und sind eine Riesenfirma geworden. Wir haben diese Gewürze in dem Ankerkraut-eigenen Store. Ach, die haben einen Store sogar? Aha! Okay, da muss es aber richtig, da muss da auch so eine richtige Community am Start sein, ne? In der Haupteinkaufsstraße in Köln gekauft. Das stabil. Schon mal so ein bisschen Dimension. In 2016 circa 5 Millionen Euro Umsatz gemacht, was schon ordentlich ist. In 2021 lag es dann schon bei 60 Millionen Euro Umsatz und sie waren selber als Gastjuroren in der 10. Staffel von. Ja, aber ich denke, wie motiviert er geht, Hilfe. DHDL. Also, es hat funktioniert auf allen Ebene. Am Ende, und das muss ich natürlich erwähnen, überschattet für viele aber der Mehrheitsverkauf von 95% an Nestle. Der Preis des Verkaufs an Nestle wurde stillschweigend behandelt. Wir kriegen also keine genauen Daten. Preis für die Gewürze 5,99 Euro, muss ich sagen. Ist okay für Gewürze, oder? Finde ich komplett fair. Ja. Die Portionen sind riesig. Das ist einfach gut. Ich lasse jetzt Salz, Pfeffer und diesen ganzen anderen Spaß weg, weil wenn das funktioniert, ne, dann brauche ich nur das Gewürz, hau das rein und wir bekommen das perfekte Ergebnis. Obwohl schon. Na, für Gewürze ist es echt ein guter Preis. An sich wäre das so ein, I don't know, aber Gewürze sind halt generell sehr teuer, ne? So, Rührei-Mix, wie viel? Keine Ahnung, ich mache mal so ein bisschen nach Gefühl und rein damit. Boah, dem könnte ich aber nicht trauen. Du kannst, ich finde, Rührei, da hat jeder seine ganz eigene Rezeptur. Da kannst du nicht nur ein Gewürz reinmachen, dann schmeckt das. Da fehlt Muskatnuss, Schnittlauch, da fehlt gar ganz viel. Chiliflocken, die fehlen da alle. Das ist einfach so. Ja, ja, schmeckt nach Rührei. Ah, Kuss, danke, Digga. Aber? Man schmeckt halt nicht viel, ne? Okay. Gut. Rührei halt, ne? Gut. Ein gutes Rührei. Also, ich muss am Ende sagen, gutes Konzept, guter Preis, gutes Produkt, gutes Design, gute Idee, easy zu kaufen, in allen Läden, eigenen Stores. Schlecht, dass sie an Nestle verkauft haben. Was für eine Erfolgsgeschichte. Unser vorletztes Produkt nennt sich Waterdrop und hat eine... Was ist das nochmal? Das kenne ich auch. Waterdrop, das sagt mir was. Unglaubliche Story. Bei DHDL waren 1 Million für 10% angefragt, bekommen haben sie 1 Million für 12,5%, was einen Firmenwert von 8 Millionen ergibt. Das sollte sich aber relativ schnell ändern. Im Grunde ist die Idee daraus entstanden, was mit Geschmack? Dass die okay. Gründer im Flugzeug saßen und sich weder für Wasser noch für ein super zuckerhaltiges Getränk wie Cola oder so entscheiden wollten und irgendwie eine Alternative gesucht haben. Entstanden sind diese Waterdrops. Kleine. Ah, okay, die kann man mitnehmen und dann ins Wasser droppen aufs Sehen. Das ist cool. Das ist hart. 5 Gramm große Würfel, die durch jeden Flaschenhals passen, normalem Wasser, irgendein Wasser mit Geschmack machen. Und das in verschiedene Richtungen. Design sieht super aus, Geschmäcker in alle verschiedenen Richtungen. Mittlerweile in 3000 Stores europaweit verfügbar. Stores? Okay, dann wird das hier richtig krass sein. Eigene Flagship-Stores in Miami und vielen anderen. Ja, also, das Ding ging richtig ab. Das kam aus der Höhle der Löwen? 2016 750.000 Euro Umsatz. 2017 dann. Digga, guckt mal die Sprünge an, seht ihr das? 750.000 auf 17 Millionen, auf 45 Millionen, auf 90 Millionen. Bro, das sind Sprünge, wow. Schon 5 Millionen. Aber stark. 2020 dann 45 Millionen und 2021 90 Millionen Euro Jahresumsatz. 2020 kam dann Novak Djokovic mit einer, so heißt es, signifikanten... Harte, das ist okay. Gibt manche Geschmäcker, die sind goated, okay. ...siebenstelligen Summe
als Investment mit rein. Es werden 180 Leute weltweit unterstützt, irgendwelche Sportler, Teammitglieder, was auch immer. Und wir schauen jetzt, ob das tatsächlich was bringt. Hier oben ist eine Lasche, Push to Open. Da drücken wir einfach rein und die Water Drops hier nach unten raus. Die sind, wie es aussieht, alle nochmal einzeln in Plastik eingepackt. Ist wahrscheinlich... Sie müssen die irgendwie kühl gelagert werden, Chat, oder so? Weiß da einer was? Weil ansonsten, glaube ich, ist das echt eine geile Idee, wenn man halt, wie gesagt, unterwegs ist, sich denkt, yo, Bro, gerade ein Wasser bestellen sehe ich nicht, Kohle auch nicht. Water Drop, drop it. Auch nötig, weil die Dinger sich eben in Kontakt mit Wasser auflösen. Sind die nur im Karton, werden die beim Transport, bei der Lagerung irgendwie nur ein bisschen feucht, lösen die sich auf und dann hat man nicht 12 Water Drops in einer Packung, sondern einen sehr großen. Der dann durch keinen Flaschenhals mehr passt. Eine Packung kostet 8,99, bedeutet auf 12 Portionen, die in einer Packung drin sind, 75 Cent pro Stück. Alt. Damit isst man fast im Normalbereich, ein bisschen unter einem Normalbereich von einem fertigen Softdrink, den man sich kauft. Besser hieran ist, die Dinger sind zu transportieren, die schmeißt du bei dir in den Rucksack, hast deine eigene Flasche dabei und im Best Case verzichtet man auf Zucker und hat und ist halt, ja, gesünder, ja, wollte ich sagen. Trotzdem Geschmack. Wir ziehen das Ding auf. Und das rein. Am Ende des Tages ist es auch eine Brausetablette irgendwie, ne? Fängt direkt an zu sprudeln und löst sich auf. Brombeere. Boah, das gibt mir auch gerade schon wieder Flashbacks an diese, kennt ihr noch diese Brausetütchen mit Weinmeister und so von war das Seemann oder so? Die man immer getrunken hat, das war auch hart, Mann. Das war auch sehr, sehr hart. Alter, wenn da wirklich kein Zucker drin ist, ist das richtig krass. Eistee, Zitrone, mindestens genauso krass. Limette, grüner Tee, etwas mehr subtle, also ein bisschen weniger harter Geschmack. Und Nero, hier ist sogar Koffein drin, richtig krass. Boah, geil. Würde man mir das mit verbundenen Augen zeigen, würde ich wahrscheinlich zwischen dem Waterdrop-Eistee und einem herkömmlichen Zucker-Eistee keinen richtigen Unterschied merken und das ist schon richtig krass. Preis finde ich etwas zu hoch, 75 Cent pro Waterdrop finde ich ein bisschen zu viel. Bei 50 Cent liegen dann so 1 Euro Literpreis, das wäre perfekt. So liegen wir bei 1,50 Euro Literpreis, das ist mir ein bisschen zu teuer. Krasses Produkt und verdient richtig. Können wir mal auschecken. Das letzte Produkt und die mit Abstand. Y-Foods. Preis-Leistung weiß ich nicht, aber ist ein geiles Produkt, finde ich, wenn man so für so nebenbei, das ist kein Nahrungsersatz, aber das ist eine gute Nahrungsergänzung, kann man das so sagen, wisst ihr? Krasseste DHDL-Geschichte, angefragt waren 200.000 Euro für 10%, bekommen haben sie 200.000 Euro für 20%, Firmenwert damals von lächerlichen 1 Million Euro. Cringe. Dieses Produkt ist dabei rausgekommen. Kaffee ist OP, von dieser Kaffeegeschmack. Die restlichen Geschmäcker nicht so meins, aber der Kaffeegeschmack ist hart. Unheimlich vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Abseits von all dem Kram, auf den ich gleich nochmal eingehe, muss ich sagen, ich liebe Wife. Ja, same. Nichts bezahlt, ich bin... Besteht nur aus Milch. Selbst wenn da kein einziger Nährwert drin ist, kaufe ich es mir trotzdem gerne, weil es dieser Kaffeegeschmack einfach echt gut schmeckt. Nicht mehr mit denen verpartnert. Sollte man mal ausprobieren. Ist halt ein bisschen überteuert so, aber wisst ihr, ich hole mir das sehr oft, wenn ich alleine daheim bin und weiß, dass ich es abends nicht direkt schaffen werde zu kochen. Dann hole ich mir das oft, trinke das und dann koche ich erst später. Trinkmahlzeiten für mich, aber ein absolutes Produkt. Die stehen in der Kritik, weil sie sagen, kein Zucker und dann ist aber doch irgendein Zuckerersatzprodukt drin. Dann wurden die Inhaltsstoffe aufgedeckt. Das ist alles nicht so gut wie von ihnen gesagt. Die haben Adnestin verkauft. Am Ende, wenn es nur um das Produkt geht, muss ich aber sagen, ich liebe Y-Food und ich kaufe es und trinke es. Ich glaube, man darf auf jeden Fall nicht so viel davon trinken, weil das schon gut milchhaltig ist und so. Und ich muss mir hier mal kurz meinen Laptop zur Hand nehmen, um euch die Geschichte einmal zu erzählen. Bro, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber Daves alter Mac war von hinten so vollgekritzelt. Das hat so mein Herz gebrochen einfach. 2017 Gründung, 2018 Ausstrahlung bei DHDL. Frank Thelen investiert. Bricky, machst du super. Und im selben Jahr kommen noch 21 Millionen von irgendwelchen anderen VCs und Investoren ins Unternehmen rein. 2021 dann 60 Millionen Umsatz, 2022 120 Millionen Euro Umsatz, 2023, es bleibt offen, was sie expandieren. Und das international, ich sehe Werbung bei internationalen YouTubern, mittlerweile ist Y-Food in unheimlich vielen Ländern verfügbar. Wir testen es jetzt nochmal Alibi-mäßig, aber ich kenne es. Kaffee ist der beste Geschmack immer noch. Ja, mein Lieblingsgeschmack, Schoko.
Es wirkt, als würde ich dafür bezahlt werden. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe das literweise gesoffen über die letzten Jahre. Ich finde das Produkt wirklich. Das ist verrückt, Bro. Einfach richtig gut. Und das will ich einmal ganz klar sagen. Auf Ernährung zu achten ist nicht besonders schwierig. Ein Schluck hiervon und du weißt, dass das nicht 100% natürlich sein kann und dass hier definitiv Zucker drin ist. Und wenn es kein Zucker ist, dann ist es Sacrylose oder Zucker dritten Grades oder keine Ahnung, wie man das nennt. Falsche Werbeversprechen sind falsch, sollten auf gar keinen Fall passieren. Achtet selber drauf, was ihr trinkt, was ihr esst. Lasst euch nicht von irgendwelchen Aufschriften oder so an der Nase rumführen. Ja, meine Damen und Herren, das war die 10. und letzte Folge von Ich teste DHDL. Was? Produkte. Uns gehen die Produkte aus, es geht nicht mehr weiter. Es war eine wunderbare Zeit. Als ob? Warum? Vielen Dank für euer ganzes Feedback, euren Support, Millionen von Views auf diese Serie. Vielleicht sehen wir uns irgendwann zu einer Staffel 2 wieder. Hoffe ich doch, aber will ich doch hoffen. Gibt, die wir unter die Lupe nehmen können. Bis dahin, macht es gut, auf Nimmerwiedersehen. Schade. Digga, schade, das ist okay. Ich fand die Serie immer sehr geil, aber es war ein sehr cooles Video. Sehr cooles Abschlussvideo, Daumen nach oben, Dave Big W.